Ich grüße dich herzlich. Ich möchte gern mit dir sprechen. Du als Virtus, als Mensch, du bist da jetzt und schaust mich an. Und ich möchte gern sagen, dir sagen, dass du bist unglaublich kraftvoll. Du bist so wunderschön. Und das, was du kannst, das ist nicht mit Wörtern zu fassen, weil es gibt keinen Verstand, es gibt keinen Computer, es gibt keine anderen Wesen, welche das besitzen in uns. Dieser göttliche Teil in uns, welche zu dieser Macht vorgerufen, schöpferische Macht. Und irgendwann, in diesem Moment vielleicht, wirst du einfach spüren, dass du bist bereit, diese Kraft aus dir selbst zu leben. Und ich möchte das sagen, weil ich mitbekommen habe, viele da draußen beginnen zu sprechen über genetische Veränderungen, über Genetikveränderungen und die oder die kann besser sich erinnern an Reinkarnationen, die kann oder der kann sich besser verbinden mit Wesen, welche lernen und anlernen und erzählen über viele Dinge, wie es vorkommt und da und jeniges und. Und jedes Mal sehe ich da an, ich schaue eigentlich nicht, dass immer wieder mein Mann bringt mich dazu und bittet, schau mal an, sag deine Meinung, was spürst du? Ohne jemanden so groß zu sehen, ich sehe das Bild, verbinde und ich kann sehr viel schon schildern. Mein Mann sagt, du, so wie du, sagen auch die anderen Menschen, welche beobachten, dass es etwas Komisches da, dass die Menschen spüren. Und das freut mich total. Das freut mich total, dass die Menschen lassen sich nicht mehr so stark täuschen. Die spüren, wie die Menschen, andere Menschen versuchen, uns Menschen abzulenken. Und ich kann nicht auch sagen, die Menschen allgemein. Es gibt wirklich Informationen, Wesen, welche versuchen, dich einfach nicht dazu zu bringen, Fokus bei dir zu beibehalten und diese Kraft aus dir rauszuholen. Und das ist wahrscheinlich meine Aufgabe, dir zu sagen, wie großartig du bist. Und reicht. Reicht, einfach sich klein zu fühlen. Reicht, jemandem Erlaubnis geben, dass der kann uns erzählen, was irgendwelche Wesen, Plejaden oder wie es immer, uns erzählen über uns. Wir können das selber aus uns selber rausholen. Jetzt ist die Zeit. Ich spüre, dass die Menschen jetzt sind so echt langsam und sichtbar, sich echt langsam zu spüren. Und wenn ein Mensch da steht, schau mal in seine Augen, schau mal ganz tief rein, wenn er spricht. Und du wirst ihn sofort erkennen. Er spricht nicht viel über drum. Er ist so natürlich, er ist so einfach begeistert von dem, was er beobachtet. Er liebt das, was es da ist. Er ist einfach zufrieden in sich selbst. Er strahlt die Liebe, pure Liebe. Und das sind die Menschen, das bist du. Und nochmal zurück zu der Ablehnung. Du wirst jetzt bombardiert von der Ablehnung und von Informationen, welche sagen, das kann dir helfen, dass die Sachen benutzt. Plötzlich. Du kannst dir nur du selbst helfen, indem dass du deine Energie aus dir selbst benutzt. Auch kommen zu Informationen, dass derjenige und diejenige hat erzählt, dass deine Genetik verändert ist. Deine Genetik sitzt in deiner Urzelle und die kann man nicht verändern. Die ist da, unberührt, ungestört. Und die aktivierst du indem, dass du einfach jetzt einfach dir bewusst sagst, wer du bist. Einfach sagst, du bist wertlos. Du bist der mächtigste Schöpfer. Du bist ein Kind des Gottes und du bist da, um die Liebe über dich selbst zu erfahren. Kapierst du? Du bist ein Wesen, welche keine Macht, welche keine fremde
Achtsamkeit braucht. Einzige, was da ist, interessiert dich, die Liebe über dich selbst zu erfahren. Das sind wir. Und das unterscheidet uns. Ich weiß, dass wir großartig sind. Und ich hoffe, dass du langsam und sicher spürst diese Großartigkeit über dich selbst. Und das spürst du nur in dem Sinne, dass du einfach dich annimmst und liebst, so wie du bist. Und dich einfach das fokussiert. Und sobald du das weißt, wie groß du bist, dass du dir vertraust, wirklich vertraust, dass du dich kennst, dass du groß bist, dass du alles kannst. Nichts und niemand kann dich ablenken mehr. Nichts und niemand kann dich aus Ruhe zu bringen. Und genau das versuchen die machen. Die versuchen, sich auf wichtig zu halten. Die versuchen, dir erzählen über das Wesen vom Außerirdischen, über die Generationen gespeicherte Quellen, über kollektive Bewusstseins, über die versuchen, dich einfach bombardieren. Hauptsache, du nicht die Liebe über dich selbst richtig spürst, weil diese Energie brauchen die. Sobald du die zuhörst, interessierst für diese Informationen, liest deine Energie dort und du brauchst diese Energie. Nur dann kannst du diese Quelle, diese göttliche Zeit, diese Pandora-Quelle öffnen. Die ist in dir. Öffne die. Es ist einfach. Hör auf, jemanden zu hören und sagen, wow, woher weißt du das? Diese Information, die sind Ablenkung von dir selbst. Und ich will nicht sagen, dass das, wir sollen in Unwissenheit bleiben. Doch, aber durch die Liebe erfahrende Wissen, durch meine persönliche erfahrende Liebe, Wissen. Soll ich dir das erklären? Versuche ich. Zum Beispiel, wenn ich über das Wasser Wissen haben möchte, dann gehe ich in die Natur rein und versuche jetzt, was aus ganz normalem Fluss zu nehmen. Ich nehme das in die Hand, ich spüre es. Und ich spüre, wie das Fluss fließt und lebt und versucht, alles zum Leben zu beleben. Und dann nehme ich das Wasser und trinke und merke, das Wasser ist nicht rein. Und ich spüre dann weiter, dass davon etwas passiert. Das sind die Kläranlage, das sind die Felder vom Bau, welche ihr Dreck rausbringen. Und das fließt zu diesem Bach. Und das ist verträgt, verschmutzt Wasser. Und sobald ich zu meinen Lippen bringe, spüre ich, rieche ich das, schmecke ich, das ist nicht gut für mich. Und dann aus der Liebe zu mir selbst suche ich oder Quelle oder ich nehme eine Filteranlage, baue mir ein und spüre, dass dieses Wasser für mich angenehm ist und tut mir gut. Und parallel benutze ich keine Chemikalien, benutze ich keine Giftstoffe als einziger Grund, weil ich will nicht dazu zugehören, welche diese Gift in diesem Fluss brennen. Das ist meine persönliche Erfahrung durch mich zur Liebe. Ich brauche keine Erklärungen, welche Pestizide, welche Herbizide. Ja, wenn mich das interessiert, ich kann da reinlesen und technisch anschauen. Aber ich spüre diese Elemente und es reicht mir. Natürlich geht es andere Erfahrungen. Ich kann lernen in draußen, in dem Sinne, dass ich meinen Garten anlege. Ein Jahr ist nichts geworden, zweites Jahr verändere ich ein bisschen, drittes Jahr geht es schon besser, viertes Jahr wächst schon alles. Durch meine persönliche Handlung, Beobachtung, Liebe komme ich zu dieser Erfahrung. Und wenn meine lieben Freunde haben schon das ins Erfahrung gebracht und ich beobachten kann, dann beobachte ich, wie die das machen. Versuche durch meine Handlung dann durchsetzen, aber bei mir, und dann spüre ich, es tut mir gut. Und ich mache alles, was ich will. Und ich informiere mich nicht über Themen, welche ich nicht will wissen, über negative Sachen. Kapierst du?
Also alles, wo ich reingehe mit meinem Fokus, das ist das, was mich interessiert, was ich will. Mein Fokus ist immer, was will ich jetzt? Und dann mache ich durch die Liebe, durch meine innere Liebe zu mir selbst. Nicht um zur Welt zu verändern, verbessern, sondern einfach hier volle Freude, Leidenschaft, Harmonie leben. Es geht wirklich in dieser Reinkarnation nicht darum, dass ich dich informiere oder etwas. Es geht darum, dass mir riesigen Spaß macht, mein Wissen mit dir zu teilen. Aber ob du dich veränderst oder nicht, habe ich überhaupt keinen Einfluss. Stimmt doch, ja? Das magst du selber. Was du magst, was du lebst, entscheidest du. Du würdest wissen, was du willst. Ich zeige dir, was ich will. Und so lebe ich. Ich hoffe, dass dir das Video vielleicht doch ein bisschen Klick gemacht und du kapierst, um was es geht. Ich möchte dir nur bloß sagen, viele Menschen können strahlen und Grinsen aussetzen und machen so ungefähr, hey, ich verbinde mich mit dem einen Wesen, mit dem anderen und dann bringen uns Sachen vor. Aber es geht immer ums Eins. Es geht darum, höre ich das und will ich das hören? Bring mir das weiter. Was bringt mir das? Wenn es Menschen, welche einfach Erfahrung gebracht haben, wie Nahtod erfahren und bringen begeisterte, volle Erlebnisse, wie wunderschön ist das. Und dann persönlich an sich selbst gearbeitet, die Jahre, die haben sich drastisch verändert im positiven Sinn. Dann höre ich gerne das, die Geschichte von den Menschen, Beobachtung und freue mich für denen. Ich kenne meine früher als Kind Totna-Erlebnis gehabt, wie es war für mich. Ich weiß, um was es geht. Ich weiß ganz genau, in dem Moment, wenn du Menschen anschaust, die lügt nicht, die spricht aus der Liebe, aus dem Herzen. Und es gibt Menschen, welche ablenken. Oder es gibt Wesen, welche versuchen abzulenken, bewusst oder unbewusst. Das ist meistens unbewusste Sachen, aber es gibt Wesen, welche bewusst es machen. Deswegen frage dich, was bringt mir das? Will ich das? Dann schaust du. Wenn nein, schalte das sofort aus. Ich danke dir. Alles Liebe, ciao.